3 Siegen hintereinander war der TSV Hannover-Burgdorf zur MT-Melsung in die Rotenbachhalle gekommen. Das wird ein ganz schweres Kampfspiel, prophezeite MT-Coach Michael Roth. Und in der Tat, vor 4.300 Zuschauern und damit ausverkauftem Haus gingen die Hannoveraner ruckzuck mit 3 Toren in Führung und behaupteten diese bis zur 20. Minute. Mit einem energischen Zwischenspurt drehte die MT das Spiel und lag ihrerseits zur Pause mit 14:11 vorne. Doch wer geglaubt hatte, das wäre die Basis für die 2 angestrebten Heimpunkte, wurde enttäuscht. Jetzt war wieder Hannover am Zug und seinerseits in Führung. Was folgte, war ein offener Schlagabtausch, bei dem das Glück und mehr Zielgenauigkeit auf Seiten der Gäste lag. Mit 25:28 unterlag die MT Melsung gegen Hannover-Burgdorf. Ja, Michael Müller, ihr habt den Start in das Spiel komplett verschlafen, kann man glaube ich so sagen. Aber seid dann mit einer 3-Tore-Führung in die Halbzeit gegangen. Man dachte, ihr könntet das vielleicht ausbauen, aber das war nicht der Fall. Was war da los? Ja, wir schaffen es in den letzten Spielen einfach nicht, bis auf Gummersbach erstmal gut ins Spiel reinzukommen. Dann laufen wir einen Rückstand hinterher, das ist extrem anstrengend. Und dann schaffen wir es einfach nicht, wenn wir die Führung haben, einfach noch einen draufzulegen. Anstatt mit vielleicht 5 Toren in die Halbzeit zu gehen, gehen wir nur mit 3 in die Halbzeit. Ja, und dann dreht das Spiel und dann wird es natürlich extrem schwer. Trotz des schlechteren Spiels in der zweiten Halbzeit war es ein sehr ausgeglichenes Spiel. Was war dann ausschlaggebend dafür, dass ihr verloren habt? Ja, wir haben einfach zweite Halbzeit nicht mehr die Abwehr gespielt, die wir in der ersten Halbzeit dann verantwortlich gespielt haben. Und dann zu einfache Tore gekriegt und vorne reiben wir uns einfach zu oft auf. Das ist einfach bitter, weil die 2 Punkte tun einfach weh auch. Vor dem Spiel wurde des Öfteren schon die schwindenden Kräfte angesprochen. Ist das auch ein Grund für die Niederlage heute? Ja, ich denke, das darf jetzt keine große Ausrede sein. Natürlich gehen wir auf ein Zahnfleisch, aber die anderen Mannschaften haben genauso viele Spieler wie wir und von daher darf es keine Ausrede sein. Wir haben jetzt noch ein Spiel und dann müssen die 2 Punkte her. Ja, das nächste Spiel ist schon am Sonntag, das heißt Weihnachten fällt wohl kleiner aus. Ja, das Haus ist fast ausverkauft, Heimspiel gegen Leipzig, ihr seid der Favorit, oder? Ja, was heißt Favorit zurzeit? Sind wir jetzt nicht unbedingt der Favorit phasenweise. Leipzig spielt eine sehr, sehr gute Saison, es sind sehr, sehr starke Aufsteiger. Ja, und da müssen wir alle Kraft in die Waagschale werfen, dass wir die 2 Punkte holen, weil das wird ein sehr, sehr schweres Spiel. Bist du enttäuscht, dass diese Euphorie vom Saisonbeginn nicht mehr herrscht, dass ihr nicht mehr so der Überflieger seid? Nein, ich denke, das war zu erwarten. Ja. Wenn man zu viele Erwartungen hat, dann wird man stark enttäuscht. Ich habe mir da nicht zu viel Hoffnung gemacht, dass jetzt die ganze Saison so läuft. Wir haben eine starke Mannschaft, aber muss alles funktionieren und das hat die ersten 3 Monate sehr gut funktioniert. Die letzten Spiele haben wir ein bisschen geschwächelt, aber jetzt haben wir noch ein Spiel, wie gesagt, und dann ist Pause und dann starten wir gestärkt in die Rückrunde. Dann frohe Weihnachten.